Vor 10 Jahren stürzte die junge Kadettin Jenny Birken von Bord der Gorch-Fock ins Meer. 11 Tage später wurde ihre Leiche vor Helgoland gefunden. Warum und unter welchen Umständen die 18-Jährige damals starb, ist bis heute ungeklärt. Nun hat sich ein Zeuge gemeldet und behauptet, es war Mord. Die Tat soll demnach an Bord passiert sein. Wie der WDR berichtet, habe sich der Zeuge bei den Eltern der jungen Frau gemeldet. Laut dem Vater spricht der Hinweisgeber von einer Vergewaltigung und von einer möglichen Schwangerschaft seiner Tochter. Sie sei während einer Party an Bord vergewaltigt worden. Davon habe es ein Video gegeben. Jenny Birken habe damit gedroht, den Fall anzuzeigen und sei deswegen erdrosselt worden. Der Zeuge gab im August eine eidesstattliche Erklärung ab. Bei der Obduktion stellten die Ermittler damals fest, dass kein Wasser in der Lunge war, was gegen einen Tod durch Ertrinken spricht. Offizielle Ermittlungen laufen nicht mehr. Der Fall wurde als Unglück ad acta gelegt. Das könnte sich nun ändern.